Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Zapunzels Orakel. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast und wir schauen auf die Liebe. Ich hoffe, dass die Liebe bei den meisten hier weiterhin vom Herzen her regiert wird. Das sind herausfordernde Zeiten, Aufstiegsenergien hin oder her. Ich habe so den Eindruck, da wird aufgeräumt auf Hochtouren. Auf der anderen Seite, auch in meinem Team, im Team Zapunzel, im Kollektiv, besteht ja aus Team Otto, Team Zapunzel. Ich muss das immer so ein bisschen dazu erklären. Und was ich so mitbekomme, ist es auf der männlichen Seite gerade trist, anstrengend, duster, hoffnungslos, dunkel. Ja, und die Frage ist, wie geht denn das Team Zapunzel damit um? Da setze ich einfach mal ein Fragezeichen hinter, weil da jeder so seine Handschrift hat. Aber sind wir nicht immer noch aufgefordert, Hoffnung auszusenden in seine Richtung, Zuversicht auszusenden in seine Richtung, dass er den Glauben nicht an sich selber verliert? Auch wenn er angefangen hat, sich zu verzetteln, auch wenn er irgendeinen Irrweg gegangen ist, vielleicht war dieser Weg ja auch für irgendetwas gut, um ein Thema aufzulösen. In den meisten Fällen sind das ja familiäre Geschichten gewesen. Was ansonsten ein Thema gewesen wäre, was immer wieder zwischen euch gestanden hätte. Manchmal muss es dunkel werden, damit das Licht wieder mehr geschätzt wird. Aber ist es nicht unser Auftrag, als Erdenengelchen auch immer wieder für Zuversicht zu sorgen, für Komfort zu sorgen? Das darf jeder für sich überlegen. Ich werde jetzt heute einfach nur mal erzählen, was ihm so auf der Seele brennt. Nehmen wir eine Hauptüberschrift und dann starte ich mit der Legung, was ich noch zu sagen hätte. Das mache ich deshalb heute, weil die meisten Ottos doch eher still sind und viele dadurch im Dunkeln tappen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich hier, ja, wir haben hier den Zweifel, du zweifelst, zweifelt er mit. Vor allen Dingen der Selbstzweifel kommt an die Oberfläche, ob er denn überhaupt der Mann ist, der dir irgendetwas bieten kann. Er spürt ja, in welchem Hamsterrad er sich da wieder bewegt. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Vielleicht weißt du aber auch nicht genau Bescheid und gerätst dadurch ebenfalls in den Zweifel. Und wenn du im Zweifel hängst, ja, wie soll er dann nicht auch an sich selber zweifeln, wenn er spürt, dass du unzufrieden bist, dass dir das Ganze nicht ausreicht? Es wird immer so eine Kettenreaktion, die da gestartet wird. Ich versuche mal zu erzählen, was gerade so in ihm vorgeht. Und du entscheidest für dich, ob das, was jetzt hier an die Oberfläche kommen wird, mit deinem Otto vielleicht in Resonanz geht. Wenn nicht, dann lass die Dinge einfach weiterziehen. Ich rede hier mit erwachsenen Menschen, die eine gute Intuition besitzen. Ja, schauen wir mal. Hallo, wie geht's dir? Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann wünsche ich mir nichts mehr, als dass das mit uns beiden in eine Erneuerung gehen könnte, würde. Aber ich habe gerade die Kraft, mich immer wieder für Funken zu sorgen, die das Feuer am Lodern halten. Ich habe mich verzettelt in meinem Leben. Ich erinnere mich aber wohl auch gerne an die Zeiten zurück, wo wir das Leben miteinander gefeiert haben. Ich möchte das im Grunde zurück, aber ich weiß momentan absolut nicht wie. Ich habe auch das Empfinden, du hast dich mir gegenüber verschlossen. Ich kann dich nicht glücklich machen. Ich möchte dadurch aber nicht im Weg stehen. Ich möchte, dass du glücklich bist und doch. Moment, jetzt muss ich mal eben atmen. Und doch lässt mich die Vergangenheit nicht los. Ich vertraue auf die göttliche Zeit und dass das Universum uns unterstützen wird.
Du weißt genauso gut wie ich, dass ich mich zurzeit sehr hinter einer Maske verstecke, weil ich mich nicht traue, dir mein wahres Gesicht zu zeigen. Ich bin gerade schwach. Ich bin gerade mutlos. Und es ist schwer für mich, noch an die Gerechtigkeit des Universums zu glauben. Und dann kommt aber immer wieder ein Hoffnungsschimmer. Es macht mich fast verrückt. Es macht mich fast verrückt, dass ich nicht in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen. Ich schaue immer wieder, was du machst, wie es dir geht. Und es tut mir fast weh, dass ich dein Licht immer wieder versuche zu missachten. Ich merke, dass du darunter leidest, dass ich nicht in der Lage bin, noch nicht in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen. Ich wollte immer ein Geschenk für dich sein. Und gerade bin ich aber eher eine Last. Es gibt Verpflichtungen, die toxisch für mich sind. Und ich weiß, ich muss mich davon trennen. Dafür brauche ich aber Kraft und den Glauben, dass das Licht, dass meine Sonne nicht verschwunden ist. Ich brauche meinen Glauben zurück, damit ich es hier zu einem Durchbruch schaffen kann, dass ich mich davon befreien kann. Ich kann dich nur darum bitten, lass mich nicht alleine in der Dunkelheit. Ich weiß, wie stark du bist. Ich weiß auch, dass ich dich gerade sehr herausfordere. Aber du bist schneller in der Lage, dich selbst zu ermächtigen und wieder auf die Füße zu springen als ich. Ich weiß, du könntest denken, ich mache es mir dadurch sehr leicht, aber es ist gerade nicht leicht. Meine Seele schreit nach der Reunion. Lass meine Hand nicht los, egal welche Fassade ich dir gerade präsentiere. Egal welche Fassade ich dir gerade präsentiere. Mag sein, dass ich in meiner Verzweiflung immer wieder versuche, dich anzutriggern, immer wieder versuche, Konflikte in unsere Verbindung zu bringen. Ich kenne nichts anderes als Disharmonie. Und trotzdem werde ich dann immer wieder doch daran erinnert, wie harmonisch es zwischen uns sein kann. So, ich würde sagen, nur ein, zwei Karten, dann habe ich auch genug davon. Ich habe mein Ego wieder an die Oberfläche geholt, weil ich das brauche, um den Stolz nicht zu verlieren. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Und wenn ich das Empfinden habe, du möchtest die Reißleine ziehen,
Da bin ich eher derjenige, der das tut. Damit ich noch irgendwie vor mir selbst bestehen kann. Ich brauche deine Empathie. Und tschüss. Das reicht dann jetzt auch mal wieder. Ihr habt das gemerkt. Es wäre ein leichtes gewesen, hier so volle Kanone in Tränen auszubrechen, aber das mache ich dann später. Dann hätte er wahrscheinlich nicht mehr viel verstanden. Ich habe ihn gechannelt. Das war jetzt gerade nicht mein System. Das kann ich ganz gut unterscheiden. Aber hier fürs Kollektiv ist das nochmal ein ganz großes Thema, was vielleicht jetzt in den nächsten 24 Stunden nochmal betrachtet werden darf. Jo, die Kamera nimmt Seiten verkehrt auf. Bist du im Vertrauen, dass dein Seelenpartner, ne, wenn ich jetzt nicht, ich rede hier nicht von so einer Liebschaft, kennengelernt, ins Kino gegangen, 10-mal geküsst, wunderbar, festgestellt, der hat eine Macke und gut ist es gewesen, Haken dahinter. Ich rede hier wirklich von dem Seelenanteil, mit dem du eine sehr starke Verbundenheit hast, den du eben auch körperlich spürst, dessen Gedanken dir übermittelt werden, wo die telepathische Verbindung Standleitung ist. Ja, man kann die immer mal versuchen, an die Seite zu drängen, aber es gibt halt so Zeiten, wenn sie sehr herausfordernd sind, ist das wirklich so ein Telefon, was nicht abzustellen ist oder nur schwerlich, kann sich natürlich ablenken. Aber auch da, ja, muss jeder handhaben, wie er das möchte. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie das mit deinen Zweifeln ist, ob die doch hin und wieder nochmal an die Oberfläche kommen, wie du damit umgehst. Würde mich interessieren. Ich weiß gerne viel von meinem Kollektiv. Und ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir haben schon ganz andere Dinge gerockt. Dann sollte das hier wohl auch irgendwann wieder in die Leichtigkeit zu transportieren sein. Geht aber erst, wenn wir selber in der Leichtigkeit sind, erst dann kann man wieder den Spielmodus einbauen. Und das hat diese Partnerschaft dieses Jahr sehr vermissen müssen. Und wir wollen eigentlich nicht aufs Vermissen uns fokussieren, sondern mit dem, ne, mit dem hantieren, was da ist und das Beste draus machen. Dazu lade ich euch alle herzlich gerne ein, auch gerne meiner Unterstützung. Und jetzt wünsche ich euch was, macht es euch schön und gemütlich und lasst es euch vor allen Dingen gut gehen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin.